Nein, Treibsand, ich hasse es. Hasse Treibsand. Bomben? Machen wir es uns ein bisschen einfacher. Ich glaube, anders kommen wir da sowieso nicht drüber. Ich möchte ja eigentlich alles aktivieren hier. Nein, nein. So. Komm schon, das muss trotzdem funktionieren. Oh, komm schon. Sei nicht pingelig. So. Geht doch. Treffe ich das? Nein! Das war jetzt schlecht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ah, da war was hinter. Blöder Vogel. Blöde Fledermaus. Komm schon, es muss doch gehen. Das reicht nicht. Ah, ach, das reicht? Okay. Hab mich vertan. Dachte, das reicht von der Länge nicht. So. Okay, das wird eine bombenintensive Angelegenheit hier. Aha, ich wusste es. Ein Geheimgang. Es war klar, dass hier irgendwo ein Geheimgang ist. Wenn man schon nicht alles aktivieren muss. Ein roter Rubin, 20 Rubine wert. Was für ein fantastisches, übermäßiges Hammerglück. Du doch hast, du bist ein großer Genie. So, jetzt habe ich mich schon mal meinen Nunchuck gegen meinen Controller gehaut. Gegen meine Fernbedienung gehaut. Gehauen. Gehaut? Klingt falsch. Nein, 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 nein. Nicht versagen, nicht versagen. Haja! Ist ein weiter Weg. Aufladen, aufladen und weiter geht's. Dass der da nicht springt. Ist ja selbst schuld. Hm. Ich mag die Dinger nicht. Nein. Ei. Wow. Nein. Das war schlecht. Komm, da ist irgendwas. Okay. Ein Busch. Nimm das. Und weiter. Toll, ich kann die so schlagen. Bringen tut mir das gar nichts. Kann ich darüber? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Huja! Nachladen! Aufladen! Das war der falsche Weg, das war der falsche Weg, das war der falsche Weg! Nein! Das war der falsche Weg! Aber knapp! Verdammt knapp! Ich würde gerne darüber laufen, einfach nur. Kann man irgendwie seine Ausdauer eigentlich hier upgraden? Das wäre hilfreich. Nein! Boah. Also wenn man da nicht rennt, ist man ja sofort im Arsch. Ah. Boah. Renn! So, lauf doch schneller. Au, 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 au. Damit habe ich jetzt... Ah, toll. Es war so klar. Wurde jetzt dreimal von dem gleichen Kerl fast erwischt. Getroffen. Deutsch ist heute schwierig. Warte mal, kann ich die eigentlich mit dem Ding anschießen? Das will ich jetzt gerade nochmal probieren. So. Nein! Boah! Nein!
So. Einmal anschießen. Jetzt. Watcha! Wada! Watcha! Husa! Niemand besiegt mich. Wo guck? Den habe ich gezeigt. Komm schon. Du musst Leben wagen. Er lebt nicht. Die schwer zum Mund Beatmung hilft auch nicht. Was soll ich nur tun? Meine Bomben gehen langsam zur Neige. Irgendwo hier muss ein Zeitstein sein. Bei einem von denen. Die Bombe ist jetzt wahrscheinlich blöder platziert, weil sie hier beide trifft. Zeig ich ja. Und da drüben wären andere Bomben gewesen. Toll. Komm schon, Zeitstein, Zeitstein. Nö. Aber Rubine. Ui, toll. Brauche ich jetzt gerade so dringend. Und wenn ich jetzt noch im Dorf oder so wäre, wo ich was kaufen könnte, wäre es jetzt praktisch. Dann könnte ich nämlich mit den Rubinen... meine Güte. Ich könnte mir mit dem Rubinen was Sinnvolles kaufen. Ach, cool. Lass mich raten, auf der anderen Seite ist irgendwo ein Zeitstein. Boah. Ist gar nicht so leicht, den auszurichten. Genau. Wenn ich jetzt nochmal eine Bombe darüber roll, dann sollte der theoretisch auch angehen. Ja, wenn ich das rüber... Boah, das ist verdammt schwierig hier. Das glaubt man gar nicht, wie dumm der sich ausrichten lässt. Das muss ziemlich schnell gehen, damit man dir da auch damit die Bombe auch weit genug rollt. Genauso. Ach, das war mal Wiese. Klar. Ist klar. Nein. Kannst du dich mal entscheiden? Du Mistvieh. Boah! Aua! Boah! So, gespalten. Ah, ein Glibber. Ach, die arbeiten auch wieder. Was willst du denn? Gebieter, dein Herz haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend, Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Oh, danke schön. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass die Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Bip, bip. Oh, frisches Gras. Toll. Die schnappt immer so schnell zu. Nein. Aua. Kein Wunder, dass ich meine Herzen drastisch verringern. Ist auch ein blöden Blumen hier. Nein. Komm schon. Einer noch. Nein. Huhu, komm schon, gib mir ein Herz. Sei doch so gut. Boah, ich muss mein Auge kratzen. Oh, ich hab da irgendwas drin. Ein Schiebewagen. Komm, wir setzen uns rein. Chuchu-Bahn. Nein, warte. Da wollte ich doch noch gar nicht raus. Ist mir jetzt so nebenbei eingefallen. Ah, da sind wir beim Dorf. Warum möchte ich jetzt immer noch?
Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Ja, ich sehe schon einen Unterschied. Es war früher bestimmt mal schöner. Stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle Plus zu drücken, um mit deiner Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Ich glaube, wir hatten das gleiche vor, also brauchst du mir das nicht unbedingt nochmal sagen. Aber danke. Oh, ich kann die Bodenbeschaffenheit prüfen. Äußerst interessant. Einmal speichern. Das habe ich mir verdient. Ah, es ist so heiß. Blöde Sonne. Kann ich nicht mal wieder aufhören zu strahlen ein bisschen? Ein paar Tage. Vor allem, wenn er bei mir in den Garten schaut, der ist schon komplett verdürrt. Kann ich hier nicht aussteigen? Ja! Toll, so kann man seine Bomben auch verschwenden. Ein Herz vielleicht? Herz für arme Menschen. Da ist was. Wunderbar. Also wenn ich die schon erledigt habe vorhin, dann hätte ich auch durchgehen können. Komm schon. Mach mal Seite drauf. Danke. Schlag so lange seitlich, bis du mal Seite drauf hast. Siehst du? War klar. Was macht der Mensch an diesem Ort? Suchst du etwas schnell in der Zeit? Bzzzt. Nein, nein, piep, piep. Hoffen mal, diese Fliegen hier sind gutartig. Und meine Bomben sind alle. Ach, komm schon. Wie viel denn noch? Und... Ah, verdammt. Das wäre jetzt perfekt gewesen. Noch einmal quer. Noch ein Kleber. Ah, eine große Truhe. Du hast eine blaue Vogelfeder erhalten. Diese Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Toll. Genau was ich haben wollte. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Kann ich da jetzt eigentlich nochmal draufschlagen? Tatsache. Wie sieht das dann hier aus? Nicht schön. Lieber wieder Gras. Außerdem brauche ich das, um da weiterzukommen. Und nochmal in den Wagen und wieder raus. Aber da kann man wirklich nicht aussteigen. Wenn man einmal drin ist, bleibt man drin. Gespannt, wann die Hitze jetzt wieder aufhört. Das ist wirklich unerträglich. Ja, man kann schwimmen gehen und alles, aber helfen tut einem das auf die Dauer auch nicht. Das macht es kurzfristig besser. Aber nicht langfristig. Oh, und den Kaktus schneiden. Ja, klar. Du Mistding! Komm schon! Du hast in mir deinen Meister gefunden! Das sieht äußerst falsch aus! Ach, da ist ein Herz oben! Ach so! Darin liegt der Zweck von diesem Ding. Ah!
Und direkt rausgefunden, wie die Gegner zum Erledigen gehen. Cool. Ich habe einen Panzer. Das ist mein Panzer. Ja, ich weiß, was das ist. Ein Bernsteinhalbmond, bla bla bla. Kann man alles zum Schmieden verwenden, ich weiß. Was ist denn da drüben? Der Baum leuchtet ab und zu. Aurasuche. War klar, Richtung fettes Triforce-Symbol. Muss ja fast sein. Da geht's nicht rein. Gehen wir weiter. Hier ist wieder so ein Peniskaktus. Mann, das sieht ja wirklich so aus. Ja, okay, wir sind erschöpft. Komm, komm, komm.